Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas Folge 40 bereits schon. Und ja, es ist ja wieder Auswertungsrunde und ich dachte mir, für die Auswertungsrunde mache ich mal wieder was Größeres. Versuche es aber in möglichst kurzer Zeit zu machen. Und zwar habe ich das hier gesehen, wenn wir hier in das Bahnhofsgebäude gehen. Wir haben direkt vis-à-vis vom Bahnhof haben wir unseren Unterschlupf. Ist hier eine Kamera? Ich nehme jetzt, ich habe 64. Ich nehme die auch noch so. Jetzt haben wir genug Film und ich möchte heute die Schnappschüsse machen, aber ich habe gesehen, dass es, wie sagt man, ach, ich kann auch zu Fuß. Wo ist es hier? Ich bin immer auf der Suche nach Lösungen, wie man, hier ist übrigens gerade einer, aber den machen wir jetzt noch nicht. Ich bin immer auf der Suche nach Lösungen, wie man etwas einfacher machen kann und schneller. Und ich habe so eine Lösung gefunden für die Schnappschüsse. Ob es dann bei mir so schnell wird wie bei anderen, das mag ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall sollte es schneller gehen. Und ja, der Gedanke ist der, wir haben ja die 100 Graffitis, die habe ich off-air gesammelt, weil es wirklich sehr, sehr anstrengend und langwierig war. Dann die 50 Austern, gut, die haben wir zusammengesammelt, weil es noch spaßig war im Meer und rumschwimmen. Dann in Las Venturas werden wir die Pferde, also die Hufeisen, werden wir auch zusammensammeln müssen. Achso, ich mache das gerne mit euch, aber das wird... So. Cash is leaving Los Santos again. Gonna have to let this one slide, man. Got too much shit on my plate. Ja, genau, und wie sagt man? Das aus der Markierung raus, sonst startet die Mission. Ja, eben, und da muss ich sagen, wir haben schon genug. Obwohl, ich finde es eine super Idee, das mit dem Schnappschüsse fotografieren. Ich finde es wirklich, ich finde es allgemein. Ich finde, sie haben das super, super gelöst. Mit den Side-Missions, also mit den Sammelaufgaben hier, dass sie 250, dass sie verschiedene gemacht haben pro Stadtteil und so. Aber trotzdem, ich muss sagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, das abzukürzen, dann sage ich nicht nein. Hier wäre auch nochmal eine Kamera gewesen. Also wir wären hier richtig verwöhnt. So. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das kann. Es gibt also verschiedene Punkte, die man treffen muss, damit man dann das Foto, wie sagt man, das Foto machen kann. Und einer wäre zum Beispiel... hier... und hat schon mal nicht funktioniert. Wahrscheinlich muss ich näher ran. Genau, hat funktioniert. Dann bei dieser komischen Mauer hier. Hat auch funktioniert. Dann das... So, jetzt hat es geklappt. Und der nächste ist hier oben. So. Und dann noch einer hier. Der will nicht. Keine Ahnung. Müssen wir den auf später verschieben? Beziehungsweise ich finde raus, ich dachte hier oben hätte es noch einen.
Ah, jetzt hat's geklappt. So. Den habe ich so. Gut, und das waren schon alle hier. So, jetzt kommt einer, den müssen wir alleine. Nee, das soll kein Speedrun oder so werden, sondern einfach nur der Versuch, dass ja, ein bisschen schneller als sonst zu erledigen. So. Zweimal hintereinander, das ist wirklich Pech. Ich weiß, ich müsste nicht so unverschämt Gas geben, aber... Schön gelandet. So, und hier müssen wir. Upsala. Ich glaube, upsala, es spielt auch extrem eine Rolle, wo man hinsteht. Also wenn man ein bisschen anders steht, dann verzerrt es irgendwie. Ach, bin ich ein Hornochse. Aber hier bin ich richtig. Gut. Dann haben wir als allererstes die Spitze des Towers. Höher gehen. Hier ist doch auch noch schön da, der, ich glaube, dass es der ist. Genau. Das war es ja auch schon. Machen wir nochmal einen Monster-Stunt.
So, wunderbar gelandet. Dann wäre das nächste. Sorry. Ah, Moment, sorry, ich habe mich da falsch. So. Ah, ich Idiot. So. Jetzt sieht man ja. Zweiten nicht. Ah, so manchmal muss man irgendwie extrem nah ran. So, das war's hier. Das war's hier auch schon. Und eine kleine Hoffnung hier. Nö, den haben wir schon. So, wir müssen zu einem Gebäude, und zwar zu dem hier. Bin ich hier überhaupt? So. Ich kann es noch nicht bewerten jetzt, was besser ist, so suchen oder persönlich, also hat. Hey Caesar, the Yay leaving San Piero, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Ja, ihr Problem. I gotta check into some shit. Schön für Sie. So. Muss ich mal schnell schauen. Das erste Ziel ist die Brücke. Die hier. Ja.
ist halt ein bisschen neblig. Sehe gar nicht. Ah, doch, da hinten habe ich kurz was gesehen. Okay, ist unmöglich bei diesem Nebel. Den dafür da unten, den kann ich schön holen. So. Felsen. Wann ist das neblig? Ich sehe nichts. So. Der auf der Antenne natürlich. Das Licht irritiert auch. So. Trotzdem geschafft. So, nächste.
Nein, nicht runter. Okay, den erwischen wir auch nicht. Und jetzt erwischen wir sowieso gar nichts mehr. Okay, es sind auch nicht mehr viele. Okay, geben wir es auf, nehmen wir die Treppe, dann nehmen wir die nächsten beiden. Die befinden sich, das weiß ich nämlich, die befinden sich hier. Ah, beziehungsweise stopp, es gibt noch einen, der sich hier befindet. Einen, den man nicht durch Sammelding nehmen kann. Ja, ich hätte das besser vorausplanen sollen bei klarer Sicht und so. Aber ich werde jetzt einfach so machen. Ich werde einfach die übrig bleiben, die werde ich eruieren und dann werde ich die separat noch ablichten. Sollte irgendwo ein U-Boot sein. Kein U-Boot. Wo ist das U-Boot? Hier. Ja, absteigen bitte. So, wir können auf dieser Straße bleiben, denn die nächsten beiden sind das Schiff und Golden Gate. Eben San Fierro ist berühmt für seinen Nebel, also San Francisco auch, original, habe ich selber mal miterlebt. Ich war mal in San Francisco. Aber jetzt klart es auf. So. Where'd you get that stuff at, man? I got it special on there, it's San Andres. Hey, I'm talking to you. That's some good stuff, what you got. Mija, ¿me conoces? So, das wusste ich noch, dass das der oben ist. Dass der dort oben ist, meine ich. Jetzt klart das Wetter auch auf, das ist gut. Und jetzt müssen wir, wenn ich es richtig erinnere, hier hin. Ja, das bringt nichts hier. Moment schnell. So.
ein Glückstreffer. Über dem Restaurant ziehe ich auch ein. So, das war's. Ja, ich muss jetzt sagen, oh, du versaust die schöne Challenge und so. Ich muss sagen, ja, weißt du, es ist irgendwie, wie soll ich sagen, man fotografiert teilweise schon schöne Dinge, ganz selten, zum Beispiel das U-Boot, ja. Okay, aber so Sehenswürdigkeiten und so kann man schon fotografieren. Aber hier bei der Snapshot, bei dem 50, man fotografiert in erster Linie irgendwie den Horizont. Also ich weiß auch nicht, wie ihr das seht. Also ich meine, schon gut von der Idee her, oder? Möchte ich nicht kritisieren, aber man fotografiert nicht wirklich Sehenswürdigkeiten. Also und von daher finde ich es jetzt nicht so schlimm, das, was ich tue. So, muss ich mich wieder orientieren. Oh, mein Karre raucht aber auch ganz schön, du. Okay, dann geben wir auch auf, weil. Aha, jetzt mal warten. Okay, also es ist extrem von dem Winkel abhängig. Jetzt habe ich, stehe ich scheinbar an der richtigen Position. Kleinen Moment, ich muss schauen, wo der nächste ist. So. Dann das gleiche nochmal hier. Moment mal schnell. Ah, okay. Hier ist das Symbol und hier. Das erwische ich auch nicht. Dann das hier. So. Wo ist die Karre? Ah, da hinten.
Sehe ich wieder falsch? Ja, wenn man richtig steht, ist es kein Problem. Hier gibt es auch viel Bandenkriege, wir sind zum Glück nicht daran beteiligt. So. Und das nächste Ziel ist ein bisschen weiter entfernt. Das nächste und letzte Ziel ist nämlich hier oben. Upsala. Also wir haben noch längst nicht alle, aber die muss ich dann alle alleine suchen. Ah, deshalb hat das... Die King Suite keine Garage, weil die das Garagentür zu ist, alles klar. Ist ja eigentlich logisch. Jetzt werde ich schnell speichern, weil wir haben immerhin ein paar Fotos gemacht, die auch was geworden sind. Wow, das ist aber eine Suite. Cool. Na super, das war es auch mit der Energie 500. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, ich komme auch mit der Energie hier raus, okay. Nein, nicht schon wieder. Schon wieder im Golfplatz im Teich. Ah, ich muss irgendwie dort nach hinten. Haben wir den erwischt hier?
Nein. Ja, da war er doch gerade noch. Hey, ich habe da gerade den violetten Ding gesehen, Ada. Ja, auf jeden Fall müssen wir irgendwie schauen, dass wir zum roten Punkt kommen. Ich fahre hier ein bisschen rundherum, la la la. Hier waren wir schon, da kommen wir aber nicht unbedingt weiter. Oder vielleicht doch. Danke für die Mitfahrgelegenheit, aber ich fahre lieber selber. Jetzt muss ich mal schauen auf meiner Superspitzenkarte. Wir müssen wirklich hier hin. Der Punkt ist. So. Okay. Okay. Bin gleich soweit. So. Warm it up, Kane. Warm it up, CJ. Warm it up, Kane. Was für ein Kane? Okay, den erwischen wir auch nicht. Gut, wunderbar.
Dann haben wir jetzt von 50 Schnappschüssen haben wir durch diese super Methode, für die man allerdings Experte sein muss, haben wir 40 von 50 geschafft. Immerhin. In welcher Zeit? Ich habe Angst zu schauen. Auf jeden Fall werde ich euch die fehlenden noch nachreichen. Bis gleich. Ja genau, hier seht ihr nochmal die 50 Schnappschüsse in San Fierro, wie man sie findet, wo ihre Position ist. Ja genau. Und das Rote sind quasi die Positionen, von wo aus man mehrere Schnappschüsse einfangen kann. Und die blau umkreisten, das sind solche, die sind isoliert, also die muss man separat abfrühstücken. Jetzt habe ich, als ich das gemacht habe, habe ich ein paar verfehlt. Ich habe die orange durchgestrichen, es sind insgesamt 10. Und diese 10 habe ich einzeln nachgesammelt und das seht ihr nachfolgend. You smell totally gross. That looks like an easy hit.